Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Passend zu dem Thema der Frage, die ich in letzter Zeit am häufigsten bekommen habe, nämlich warum lädst du eigentlich gerade keine Videos hoch, habe ich heute ein Video für euch, bei dem es darum geht, wieso kreative Menschen generell weniger schaffen als Menschen, die ein bisschen weniger kreativ sind. Und genau das, warum das so ist, das möchte ich euch heute erklären. Naja, der ein oder andere, der hat schon mitbekommen, letztes Jahr, ich habe viele Sachen aufgenommen, viele Sachen auch angekündigt und auch auf dem Kanal hochgeladen, wo dann am Ende vielleicht gar nicht so viel dabei rumkam, wie ich es gern gewollt hätte. Der Grund dafür ist, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin, wenn es darum geht, Dinge anzugehen. Ich bin aber auch nicht so besonders gut da drin, wenn es wirklich darum geht, die Dinge ganz, ganz sauber bis zum Ende durchzuziehen. Was man zum Beispiel auch ein bisschen daran sieht, dass ich ein Übergewicht habe. Es ist ja nicht schwer abzunehmen, es ist ja einfach nur schwer, also es ist nicht schwer zu wissen, wie man abnimmt, es ist nur schwer, wirklich dran zu bleiben. Und gerade, wenn man viel arbeitet. Und genauso ist es eben auch mit anderen Themen. Man muss einfach seinen Fokus setzen. Und das, was ich eben letztes Jahr sehr viel gemacht hatte, war ein Team um mich herum aufzubauen, was mir viel dabei geholfen hat, Dinge zu Ende zu bringen, ich angefangen habe, aber trotzdem nicht all die Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Das heißt, wir haben dieses Jahr zum Beispiel auch das Café Zuckerfrei so weit vorangebracht, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne gehabt haben, dass wir verschiedene Locations angeschaut hatten. Also wir waren sogar schon kurz vor der Gründung der GmbH und dann gab es allerdings auch Krisen noch im Gründerteam. Und das war für mich nochmal so der Punkt, wir haben das Ganze dann eingefroren, erstmal auf unbestimmte Zeit. Wer nicht mitbekommen hat, was das ist zuckerfreie Schokolade. Und jetzt ist eben dieser Punkt gewesen nochmal, wo ich für mich selber auch reflektieren musste, Mann, es gibt so viele tolle Sachen, die ich machen wollte und es sind immer noch so viele Sachen auf der Liste und es passieren so viele Dinge in meinem Leben. Warum ist es denn so, dass ich Dinge anfange und Dinge dann auch den Leuten erzähle da draußen und am Ende des Tages kommt es dann irgendwie dazu, dass Leute mir sagen, hey, du redest zu viel. Fakt ist, was mir einfach aufgefallen ist, ist zwei Dinge. Erstens, ich bin wirklich jemand, der dadurch, dass er so offen ist, sehr schnell die Sachen, die er denkt, auch sagt, also auch neue Projekte, neue Ideen einfach. Ich bin jemand, der das sehr schnell nach außen kommuniziert. Und das Zweite, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nämlich, dass wenn man etwas nach außen kommuniziert, was dann auf Video festgehalten wird, dann ist es logischerweise mehr oder weniger verbindlich. Ja? Das ist so, ihr kennt auch diesen Tipp, wenn ihr was vorhabt, dann erzählt es alle euren Freunden, damit die euch dafür auch accountable halten. Also quasi, dass die so ein bisschen dafür sorgen, dass ihr es auch wirklich macht. Jetzt gibt es aber viele Dinge, die liegen nicht in unserer eigenen Macht. Und dazu zählen beispielsweise, wenn im Gründerteam, wenn es da vielleicht dann Probleme gibt, dazu zählen komplett andere Themen, die wir einfach nicht beeinflussen können. Ja? Also gerade ganz besonders LEFT-Themen, also Law, Insurance, Finance und Taxes, also alles, was diese klassischen Themen sind, die man selber nicht richtig beeinflussen kann, nicht so viel, wie man es gern möchte, da kann es halt natürlich auch sehr schnell einfach mal schief gehen. Und das ist eben auch sehr viel passiert letztes Jahr. Es sind einfach einige Dinge schiefgegangen und deswegen sind Sachen, die ich gesagt habe, also einige der Sachen, die ich gesagt habe, nicht passiert. Jetzt ist es spannend. In den letzten 3 Wochen nämlich, da habe ich einige Dinge schon wieder angefangen und wir sind auch dabei, die tatsächlich durchzuziehen. Und wenn ich sage, ich habe die angefangen, dann heißt es nicht, dass ich mich da hingesetzt habe und dann gedacht habe, so, das wäre doch schön und ich mache das mal. Sondern wir haben einfach tatsächlich viele Verhandlungen gehabt auch, wir haben viele Gespräche gehabt auch mit Partnern, wir haben einige Strategiegespräche auch gehabt im Team auch und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir dass dieses jetzt bestehende Jahr relativ klar vor Augen haben, wo es dahin gehen wird. Wir haben 1, 2 auch strategisch sehr interessante Partner gewonnen. Aber, und das ist eben auch etwas, was ich jetzt ändern möchte, ich möchte nicht mehr darüber reden, dass es so ist, sondern ich möchte, wenn die Ergebnisse dann da sind, euch das Ganze auch aufdecken. Bis dahin erst einmal wisst ihr, ich mache jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger meinen Social Media Content, weil ich einige Sachen klären konnte, die mich davon abgehalten hatten in letzter Zeit. Und gleichzeitig wisst ihr auch, alles ist gut. Deswegen lasst uns nochmal auf 5 Punkte eingehen, die ich persönlich wirklich ganz wichtig finde für Menschen, die sehr kreativ sind, warum die weniger schaffen. Ja? Einer der ersten Punkte, die mir auch in Coaching-Situationen immer wieder über den Weg laufen, ist einfach, dass Menschen, die sehr kreativ sind, oft keine wirklich sehr klaren Ziele haben, sondern sie haben mehr eine Art Idee von etwas. Ja? Also davon bin ich selber auch betroffen. Ich habe eine Vorstellung, wie etwas sein könnte, aber es fehlt dann so ein bisschen dieses wirklich ganz, ganz klare, der klare auf der einen Seite wirklich Endzustand, wo man dahin möchte, dass es genau ausdefiniert ist, aber auch auf der anderen Seite der klare Weg, wie man von dem einen zum anderen kommt. Und die einfachste Sache, die man machen kann, um dem entgegenzuwirken, die einfachste Sache, die man machen kann, um da mehr Klarheit zu schaffen, sind genau genommen 2 Sachen. Nämlich das eine ist, dass man ein Journal führt, das heißt, jeden Tag sich da wirklich immer wieder bestimmte Fragen stellt und sich dadurch sehr, sehr klar wird, auch über die Gedanken, die man hat. Weil du wirst feststellen, wenn du ein Journal führst, also ein Tagebuch quasi, wo du deine Gedanken festhältst, dass viele Gedanken redundant sind, dass diese Woche und nächste Woche und die Woche darauf ein bestimmter Gedanke immer wieder kommt. Und das sind Gedanken, die eine ganz andere Gewichtung haben, als Gedanken, die einmal aufkommen und dann vielleicht wieder verpuffen. Und so entdeckst du auch zum Beispiel Muster,
und du kannst dich selber viel besser einschätzen. Eine Sache, die mir persönlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel gebracht hat, ganz besonders im letzten Jahr, ist das Journaling. Also ich kann es absolut nur empfehlen. Und dazu zählt auch, dass du dir aus dem Journaling heraus wirklich diese Muster heraus definierst und einmal überlegst, wo führt das denn langfristig hin? Das heißt, wir reden über zwei Punkte, nämlich A, ich werde gleich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was ist eigentlich das, wo ich langfristig hin möchte? Und B, was auch ganz spannend ist, ist natürlich, welche Mittel habe ich denn jetzt gerade zur Verfügung, um überhaupt zu starten? Und das sind zwei ganz essentielle Punkte, die wirklich richtungsgebend sind auch. Und genau das führt uns auch schon zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, der ist nämlich ein, in meinen Augen unglaublich wichtiger Punkt, gerade in Zeiten, in denen wir so viele Informationen aus dem Internet bekommen, wo uns Leute sagen, hey Mann, du musst deine Träume noch größer machen, du musst an dich glauben, du schaffst das und tschakka und lass dich nicht zurückhalten. Wenn andere Leute sagen, dass du es nicht drauf hast, dann hör denen nicht zu und ignoriere alle Freunde und mach einfach das Krasseste, was du nur kannst. Fakt ist aber auch, dass für viele Dinge, die wir uns so erträumen, wir oft gar nicht die Möglichkeiten hatten. Auch eine Sache, die mich zum Beispiel letztes Jahr zurückgehalten hat. Und was ich gemerkt hatte, war, dass ich viele Sachen vorhatte, für die ich einfach gar nicht die notwendigen Voraussetzungen hatte. Ein einfaches Beispiel dafür ist, dass als ich gesagt habe, ich möchte gerne einen Café starten, dass ich gar nicht wusste, was damit konkret verbunden ist, einen Café zu starten. Jetzt bin ich jemand, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Das heißt, ich sage, hey, ich starte das Café, dann kommen Probleme dabei auf und am Ende, im schlimmsten Fall mache ich es nicht, dann habe ich daraus gelernt, das ist das, was jetzt passiert ist. Oder ich mache es und überkomme in der Zwischenzeit eben alle Probleme, die aufkommen. Das ist auch grundsätzlich keine schlechte, sondern im Gegenteil, in meinen Augen eher eine gute Herangehensweise. Das ist aber natürlich unglaublich gefährlich, wenn du kein anderes Einkommen hast, als das Projekt, um das es gerade geht. Ja? In meinem Fall, dass wir das Café nicht aufgemacht haben, ist für mich finanziell und so weiter zeitlich, es war halt schade, okay, wir haben alle ein bisschen Geld und Zeit verloren, aber am Ende des Tages ist es nichts, was meine Existenz bedroht. Wenn du aber jetzt zum Beispiel deinen Job aufgibst und einfach anfängst, von deinen Ersparten zu leben und dann einfach sagst, ich mache jetzt das und das und wenn du dann sehr, sehr groß träumst, dann hast du oft das Problem, dass dir vielleicht die entsprechenden Ressourcen fehlen und so die vier Grundressourcen, von denen ich ja auch immer spreche, das ist einmal wirklich, dass du das Geld hast, dass du das Wissen hast, dass du die Reichweite hast, also zum Beispiel 10.000 Follower oder vielleicht auch nur 100 Follower. Ja? Und hier ist auch wichtiger, lieber 100 Follower, die dann auch wirklich kaufen, als 10.000, die sich nicht wirklich für dich interessieren. Und natürlich das Letzte sind die Kontakte auch, die ganz, eine ganz große Rolle spielen. Weil die können dir natürlich entsprechende Möglichkeiten, entsprechende Hebelwirkungen bieten. Ja? Also stell dir mal vor, du hast kein Geld, du hast kein Wissen und du hast keine Reichweite. Aber wenn du die Kontakte hast, nämlich einen mit Reichweite, einen mit Wissen und einen mit Geld, dann hast du deine anderen Probleme schon gelöst. Genauso ist aber auch, wenn du Wissen hast. Du kannst mit Wissen die anderen Kapitalgrößen aufbauen. Genauso kannst du mit Geld dir Coaches holen. Du kannst die Reichweite einkaufen und du kannst dich auf Kontakte quasi durch dein Geld da dich herantasten. Also die einzelnen Kapitalgrößen, die beeinflussen einander natürlich auch ganz stark. Aber das ist eben auch der wichtige Punkt. Wenn du von keiner viel hast gerade, dann ist es eben auch nicht deine Aufgabe zu überlegen, wie groß, wie verrückt kann ich träumen, sondern dass du das auf der einen Seite machst, um dir einen Nordstern zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch einfach mal realistisch überlegst, okay, was habe ich denn eigentlich gerade für Möglichkeiten? Ich habe so viel Geld, ich weiß so und so viel darüber und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute, die viel wissen, die wissen, dass sie noch mehr nicht wissen. Die Leute, die glauben viel zu wissen, die wissen immer am wenigsten. Also wenn du das Gefühl hast, du weißt schon alles, dann solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber wenn du das Gefühl hast, du weißt gar nicht, es gibt so viel da draußen und du bist so weit davon entfernt, alles zu wissen, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, an dem ich mich sehe, dann bist du auf einem guten Weg. Weil je mehr du weißt, desto mehr weißt du, was du nicht weißt. Und das ist eben auch das, was so verrückt ist. Und dann kommen wir eben auch wirklich zu diesem Punkt, wo du merkst, okay, natürlich wäre das schön, wenn ich jetzt sofort dies und das hätte und machen würde. Aber auf der anderen Seite, bevor ich da sein kann, muss ich erstmal bestimmte Dinge machen. Und ich muss bestimmte Kapitalvolumina haben, einfach im finanziellen Bereich, im anderen Bereich noch. Und dann kannst du dich eben dahin arbeiten. Deswegen nimm dir vielleicht nicht als Ziel, sofort deine 1.000 oder 10.000 Euro Umsatz zu generieren, sondern nimm dir vielleicht als Ziel, einfach einen Kunden zu haben. Weil das ist das, was du mit deinen jetzigen Möglichkeiten erreichen kannst. Und wenn du das hinkriegst, dann hast du schon viel geschafft. Und wenn du schon ein Geschäft hast, du möchtest das zum Beispiel ins Online, in den Online-Bereich verlegen, dann ist es doch schon super, wenn du einen Kunden online hast. Ja, oder einen Kunden online akquiriert hast. Aber versuch dir einfach nicht zu überlegen, was wäre schön, wo will ich irgendwann mal sein, sondern versuch dir mal zu überlegen, was wäre so ein Ziel, was ich jetzt realistischerweise in nächster Zeit erreichen kann, worauf ich dann aufbauen kann und meine nächsten Ziele wieder erreichen kann. Kommen wir zu Punkt 3. Eine der heftigsten Sachen, die bei mir eben auch letztes Jahr dadurch, dass ich eben so viel, so schnell angegangen war auch, die passiert sind, dass ich, waren einfach, dass ich gesagt habe, ja. Also wenn jemand gesagt hat, hey, das oder lass doch mal hier oder lass doch mal treffen oder wir machen dies oder ich wurde ganz viel für Interviews, für Podcasts, für Fernsehen und so weiter.
weiter. Ich wurde ganz viel angefragt auch. Und ich habe eigentlich, glaube ich, echt immer Ja gesagt. Und das ist auch was Gutes, weil du natürlich viele Möglichkeiten nutzt, die du bekommst, aber es ist auch was Schlechtes, weil du natürlich komplett den Fokus verlierst, weil du natürlich komplett von links nach rechts gerissen wirst. Und bei mir hat das zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich teilweise den Überblick verloren hatte. Und eine der wirklich brutalsten Sachen, die mir passiert sind so im letzten Jahr, ist, dass ich einfach ganz oft gesagt habe, ja, ich komme zu deiner Veranstaltung, aber dann bin ich doch nicht gekommen. Dann wurde ich gefragt, hey, wieso warst du nicht da? Und dann musste ich erklären, ich habe es einfach nicht geschafft. Und das ist etwas, was ich unter anderem, ich habe mal ausführlich vor, ich glaube schon 2 Jahre her oder so, mit Matthew Mockridge mal darüber gesprochen und meinte, hey Matthew, irgendwie da ist das und das, komm doch vorbei. Und er sagte, pass auf, ich finde es interessant, aber ich sage erstmal nein, weil ich sage lieber erstmal nein, um dann doch noch ja zu sagen, als dass ich ja sage, um dann nein sagen zu müssen. Und das ist eine ganz, ganz wirklich gesunde Einstellung auch für viele Themen. Das ist eine ganz gesunde Einstellung für, egal was du so angehst im Leben, gerade wenn du jemand bist, der schon ein bisschen was auf die Beine gestellt hat oder jemand, der vielleicht viel noch nach Orientierung sucht, dann bekommst du entweder unheimlich viele Angebote oder du weißt gar nicht so, wo du lang gehen sollst. Und dann ist es einfach gut, auch einfach mal immer Nein zu sagen und sich dann wirklich im Nachhinein mit einem Ja doch noch umzuentscheiden. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Diese ganzen Nein-Antworten, die führen natürlich dazu, dass du dich besser fokussieren kannst. Und eine der krassesten Sachen, die mir zum Beispiel im Inner Circle, also das ist ein intensives Coaching-Programm, wo ich wirklich mit meinem Team dir für dein Unternehmen Feedback gebe, wie du eben Online-Marketing machen kannst, Kunden gewinnen kannst, etc. Da haben wir natürlich einige Leute auch drin in diesem Inner Circle, die immer wieder bestimmte Fragen stellen. Und eine Person ist mir dann in letzter Zeit sehr, sehr stark aufgefallen. Und das ist, ich werde den Namen nicht nennen, aber das ist jemand gewesen, der tatsächlich, ich glaube, damit angegeben hat schon ein bisschen, dass er in den letzten 3, 4, 5 Jahren oder so 500 Sachen versucht hat. Ich weiß nicht, ob er übertrieben hat damit, dass er das gesagt hat, aber der Gedanke dahinter ist einfach klar. Er hat richtig viele Sachen versucht und irgendwie hat nichts davon so funktioniert, wie er gern wollte. Und jetzt hat er gesagt, ich muss mal irgendwie aufhören, Sachen zu versuchen. Ich muss wieder ganz anfangen. Ich muss mal irgendwie jetzt, und jetzt gehe ich nach Thailand und dann, ich habe gesagt, halt, hör mal auf jetzt irgendwie dies und das. Du bist jetzt bei uns im Inner Circle und wir machen jetzt Folgendes. Wir zeigen dir jetzt, wie du Cold Traffic generierst. Wir zeigen dir, wie du dein Angebot, er hatte ein Angebot schon, wie du das verkaufst. Und wir zeigen dir, wie du das wiederholen kannst. So, und genau das haben wir dann versucht mit ihm zu machen. Er ist dann tatsächlich so chaotisch gewesen und gesagt, nein, ich will das alles nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob er noch Teilnehmer des Inner Circles ist oder nicht. Fakt ist aber, und das ist eben das Krasse, ich habe ihm gesagt, hier, du hast einfach eine Möglichkeit, einen ganz schmalen, geraden Weg zu deinen Zielen zu gehen. Und er war einfach so regelrecht desorientiert, dass er lieber nicht unseren Anweisungen folgen wollte und lieber weiter desorientiert irgendwelche Sachen machen wollte. Ich meine das überhaupt nicht böse oder sowas, wenn ich das sage, aber das ist doch klar, dass wenn man eben nicht eine Sache verfolgt, dass man dann eben logischerweise nie so richtig irgendwo ankommt. Und das war eben der Fall bei ihm. Und das, was ich dir daraus wirklich beibringen möchte, was du für dich selber umsetzen solltest, ist schlichtweg die Tatsache, dass du nicht alles, was glänzt, verfolgst und nicht, weil es da draußen MLM, Online-Marketing und irgendwie, was weiß ich, Zeitungen austragen und sonst was gibt. Versuch nicht alles zu machen. Versuch nicht SEO, versuch nicht PPC und Social Media und alles und Influencer-Marketing zugleich zu machen, sondern überleg dir eine Sache und mach die eine Sache einfach mal 2 Jahre lang. Denn wenn du eine Sache 2 Jahre machst, dann ist es wirklich schwer, dass du das nicht schaffst. Und selbst wenn du es nicht schaffst, dann machst du danach eine andere Sache. Aber mach sie 2 Jahre lang oder mach sie 3 oder 5 Jahre lang. Ich habe mal auf der Paleo-Convention war das. Das Video sollte noch hier zu sehen sein. Mit jemandem gesprochen, den hatte ich gefragt, was ist denn dein bester Tipp, ein sehr erfolgreicher Unternehmer? Was ist denn dein bester Tipp für jemanden, der Unternehmer sein möchte oder der generell mehr Erfolg haben möchte? Hat er gesagt, mach einfach irgendwas 10 Jahre lang. Mach einfach eine Sache 10 Jahre lang. Und wenn das nach 10 Jahren nicht hingehauen hat, dann machst du was anderes 10 Jahre lang. Aber wenn du 5-mal was 10 Jahre lang machst, dann bist du vielleicht irgendwann älter schon, aber du hast wirklich so viel Erfahrung gesammelt und du hast einfach so viel durchgezogen schon 10 Jahre lang, da kommt was bei rum, garantiert. Und das ist eben auch das, was ich dir empfehlen möchte, selbst wenn du dich nicht 10 Jahre festlegst, aber leg dich mal langfristig fest. Wir leben heute in einer Zeit, in der YouTube-Videos so geschnitten werden, weil keiner mehr Aufmerksamkeit aufrechterhalten kann, weil keiner mehr dranbleiben kann. Lob an der Stelle auch mal daran, dass du an der Stelle dieses Video hier noch bis hierhin schaust. Schau mal, wenn du es schaffst, über dein, ich muss jetzt schnell noch dies und das und jenes und desorientiertes und dezentrales Verhalten, wenn du davon wegkommst und einfach mal fokussiert in eine Richtung gehst
Weißt du, dann bist du an einem ganz anderen Punkt im Leben in 2 Jahren. Weil du zurückguckst auf 2 Jahre, in denen du wirklich einen Weg gegangen bist. Und wenn du einen Weg nachverfolgst, dann wirst du ankommen. Vielleicht nicht an deinem Endziel, vielleicht nicht da, wo du unbedingt sein wolltest vor 2 Jahren. Aber hey, du wirst nach 2 Jahren eine Sache machen, definitiv mehr darüber wissen als vor 2 Jahren. Du wirst darin so gut sein, dass du anderen Leuten helfen kannst und du wirst damit Geld machen können. Und du wirst davon leben können. Du wirst dann dein Online-Geschäft aufbauen können. Du wirst was auch immer du vorhast. Aber du wirst es schaffen. Und das ist eben dieser Punkt. Bleib einfach bei einer Sache. Gut, ich glaube, der Punkt ist klar und deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir einfach zu Punkt Nummer 5, was auch der letzte Punkt für heute ist. Ich werde immer wieder gefragt, was sind so die Bücher, die du liest, Manuel? Und es gibt hunderte Bücher, die ich empfehlen könnte. Es gibt unzählige Bücher und ich möchte gerne in nächster Zeit immer mal wieder das ein oder andere Buch auch in den Videos erwähnen. Und an der Stelle einmal, wenn du das gut findest, lass mir einfach einen Daumen hoch da. Wenn ich sehe, dass die Daumen hoch hier ein bisschen unverhältnismäßig sind zu den anderen Videos, dann werde ich gucken, dass ich wirklich in jedes Video immer 1, 2 Buchempfehlungen reinpacke. Du weißt auch natürlich, Buch einfach nur zu lesen bringt es nicht, sondern das Buch am besten wirklich Notizen machen und dann aus diesen Notizen Dinge raussuchen, die du auch wirklich umsetzt und zwar sofort, nicht nächste Woche erst. Ja? Ich lese auch immer wieder Bücher, die wirklich für die jetzige Situation interessant sind. Ich unterscheide immer so 2, wenn gerade nichts brennt bei mir, dann lese ich immer so Bücher, die für die langfristige Vision gut sind, so künstliche Intelligenz zum Beispiel ist ein riesiges Thema bei mir, oder wenn ich gerade einfach irgendwo in der Schuh drückt, dann lese ich ein Buch über genau dieses Thema und das konsumiere ich auch wirklich in 2, 3 Stunden einfach weg und dann habe ich das und dann wende ich sofort dieses Wissen an, um meine Probleme zu lösen. Und 2 Bücher, die ich jetzt wirklich zu diesem Video passend empfehlen möchte, einmal, das ist, ich lese es ab, damit ich nicht falsch sage, genau, einmal One Thing von Gary Keller und das alternative Buch, wenn du One Thing schon gelesen hast, ist Letting Go von David R. Hawkins. Der Typ hat auch einen Doktortitel gemacht und die beiden Bücher, The One Thing, ist einmal dafür, dass du wirklich dich fokussierst auf eine Sache und Hawkins schreibt so ein bisschen darüber, dass du dich einfach ein bisschen mehr fallen lassen sollst, dass du dir weniger Druck machst und dass du dir einfach auch selber mehr Zeit nimmst für dich, für dein Leben und für deine Ziele vor allem eben auch. Gut, das auf jeden Fall machen. Du weißt, die besten Diskussionen finden immer in den Kommentaren statt. Das heißt, ich bin gespannt, was du mir auch für Fragen stellst, die ich eventuell beim nächsten Mal im Video dann auch beantworten werde. Ich möchte nämlich auch mehr auf die Kommentare eingehen. Also schreib mir eine Frage, schreib mir eine Idee, eine Anregung in die Kommentare und dann schauen wir mal, ob du dich nicht vielleicht im nächsten Video selber wieder siehst. Bis dahin wünsche ich euch erst einmal viel Spaß, viel Erfolg wie immer und lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr euch freut, dass ich wieder zurück bin. Bis dahin.